Handtuch für sie holen oder so, weil sie ihr doch nicht gut ging. They should call this series aloof. Cold and soulless. Kinda like Victoria. Yes, I get it. Enter the Vortex Club. No. Wir gucken uns erstmal um, wie immer, ne? Ah, örtliche Ausstellung. Rabatt, ne? Victoria is a real Jefferson groupie. Weil vielleicht können wir so auch was über sie rausfinden, ne? Victoria hates Rachel Amber this much? How insecure. Das ist schon gemein, ja. I bet Victoria put Juliet on her shit list after this article. Das Wesen der Berichterstattung seit 1898. Eine der einflussreichsten und langlebigsten sozialen Gruppen Blackwalls, der Fortress Club, wurde zu Beginn der 80er als Ausdruck der New Wave Rebellion gegen die Yuppie-Kräfte der Reagan Ära gegründet. Oh mein Gott, das war safe alles falsch ausgesprochen, weil ich gerade irgendwie auf dem Schlauch stand, aber ich entschuldige das einfach. Stellt euch eine Zeit vor, in der Computer-Nerds in Mülltonnen gestopft wurden und blaue Haare ein Grund für einen Verweis oder sogar Gewalt waren. Männliche Schüler mit Ohrringen wurden gemobbt und geschlagen. Heute hat jeder Footballspieler zwei oder drei exotische Piercings. Der Vortex Club war also einst ein Zufluchtsort vor dem Gruppenzwang, den jede Generation erlebt. Wie ironisch ist es, dass die revolutionären Wurzeln gesellschaftlicher Sonderlinge zu etwas geworden sind, das einige Schüler als elitären Kult beschreiben, oder ist dies bloß Neid auf eine von Blackwells erfolgreichsten Organisationen? Wir versuchten, Vortex-Mitglieder Victoria Chase zu interviewen, aber sie verweigerte jeden Kommentar und versuchte sogar, die Veröffentlichung dieses Artikels zu verhindern. That is a tasty plasma. Maybe I could sneak in and watch Final Fantasy Spirits Within. I don't... Dior? Givenchy? You could pay for my tuition with that wardrobe. Those boots are made for walking runways. She's actually got a classic medium format camera with some awesome prime lens. I hate you, Victoria. Whoa, I had no idea Victoria's parents owned the Chase space. Color me impressed. Das benutzen wir auch gleich. Is she going to get a 3D printer for her dorm room? Maybe I will join her posse. Das sieht so aus, als wenn er einen 3D-Drucker haben möchte, ne? Okay, ich fürchte, ich komme jetzt nicht drum rum, weil ich kann das da auf jeden Fall nicht fotografieren. Ouch. Well, at least she puts her photographs out there. Unlike me. Vielen Dank für das Einreichen Ihres Beitrags an die Croft-Galerie. Leider ist Ihre Arbeit nicht kompatibel mit unserem Leitbild. Wir wissen Ihre Mühe zu schätzen und wünschen Ihnen Erfolg für die Zukunft. Mit freundlichen Grüßen. Also nicht doof, ne? Fotos. Speaking of selfies. Let's play a little photo Tetris and leave Victoria a message. Let's move this here, and this one there. A pattern is emerging. Ja, wir machen da ein Foto von, aber das machen wir rückgängig.
Weil wir wollen ja, wenn es geht, keine Spuren hinterlassen, ne? So. So gesehen wäre das ja relativ doof. I'll give Victoria props for not posting my photo and for this nice shot. Boom. This is the email I need to show Juliet. Now I have to print this fast and get the hell out of here. Es tut mir leid, tut mir wahnsinnig leid, dir mitzuteilen, dass ich gerade Juliette und Dana verarscht habe. Ich muss Juliette bloß sagen, dass ich einen ekligen Sex von Dana auf Zachs Handy gesehen hatte. Die blöde Kuh hat mir geglaubt, also rechne ich jeden Moment mit einem Amoklauf im Wohnheim. Das hat Juliette verdient dafür, dass die mir weggenommen hat. Was Dana angeht, den kümmert. Voll gemein. Muss ja die E-Mail drucken, ne? Was, der Drucker druckt auch einfach? Was ist das denn für ein krasser Drucker? Ich habe mir, by the way, den Schmuck noch nicht angeguckt. Okay, if I did wear expensive jewelry, I would wear this for sure. Wo war jetzt der Drucker? Ach, hier war der Drucker. This better convince Juliet that Dana is innocent. Weil wir bleiben ja nett, deswegen lassen wir die. Wir machen das nicht. Wir wollen, wie gesagt, ja keine. Wir wollen ja keine Spuren hinterlassen, weil sonst wäre es ja nachher heißt es, wir sind schuld oder so. Hey. Na, alles gut bei dir. So, jetzt gucken wir uns die Fotos an. Und es ist Tatsache nicht in der Reihenfolge. Das heißt, wir können die anderen auch noch alle finden. Das ist gut. Das ist gut zu wissen. Ich möchte aber zur vorherigen Seite. Ne, das haben wir schon. Victoria, so allein. Das haben wir eben auch schon gelesen. Warum steht hier dann, dass ich was Neues ist? Aber das haben wir schon gelesen. Okay, gut. Jo, und selbst bei mir ist auch alles gut soweit. Danke der Nachfrage. Juliet, read this. Oh, was wir damit nur wieder Of loskriegen, ne? course. I'm an asshole. I'm sorry, Dana. You are. And I hope so. You really think I'd mess around with Zachary? No, but I get stupid jealous. I owe you dinner. Still love me? And you do my laundry. Thanks, Max. You're like the Blackwell Ninja. Now let's see what Zach has to say about Victoria. You set me free. Thank you. Warren's flash drive is on my desk. Ja, Almost done. Get the ich spiele flash das zum drive ersten and then Mal. go see Warren. Jetzt muss ich mir eben kurz gucken. Weil vielleicht haben wir hier doch noch was drin. Im Flur haben wir nämlich noch nichts fotografiert. Vielleicht gibt es hier auch nichts zu fotografieren, aber ich möchte möglichst wenig verpassen, sagen wir es mal so. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die Fotos alle suchen später nochmal, aber ich glaube nicht. Also ja, es ist natürlich das erste Mal, dass ich das spiele. So. Wollen wir mal hier reingucken, ja? Guten Tag. Warum kann ich hier nichts machen? Ich wollte gerade sagen, ich muss Dana das mal takes her können. Blackwell spirit seriously. Ich meine, ich kann mich natürlich nicht so genau umgucken, wie das eben war. That looks like a home pregnancy test. This is both sad and pathetic. Ich kann den Schwangerschaftstest nehmen. Und dann das wieder rückgängig machen, wenn sie blöd reagiert. Dana, ich bin wahnsinnig schlecht im Schreiben, aber ich dachte, ich sollte es tun, damit du mich nicht auf ewig hasst. Ich weiß, ich tue vor allen anderen so, als sei ich tough, aber das war bei dir nie nötig. Ich verdiene dich nicht. Du hast gesehen, wie ich den Schwanz eingezogen habe.
Wenn du Geld brauchst, sag Bescheid. It would be a cool sticker without the words. So, wir nehmen ihn jetzt, dann regt sich wahrscheinlich auf, dass uns das ja nichts angeht und dann spulen wir Zeit zurück. Oh, Max, that's mine. Thank you. You're not helpful. You're just nosy. I think you better go. Nice, Max. You hurt her feelings by being so damn nosy again. But I could rewind and make it up to her. Ich dachte, jetzt weiß ich irgendwas Besonderes, aber weiß ich ja gar nicht. Das war ja in dem Sinne jetzt irgendwie nicht so besonders, ne? Ich habe gedacht, vielleicht kommt da was Besonderes. Hey, Dana. Dass sie jetzt weiß, ich schwanger ist oder so, seriously, weiß ja nicht. Thanks again. I can't believe Juliet locked me in my own room. Real mature. Dana, I'm not trying to be nosy, but I heard a rumor about you. What? Who told you I was pregnant? Nobody important. They just acted like it was bullshit. I just wanted you to know. It's like a goddamn reality show around here. Can you keep a secret, Max? Natürlich kann ich ein Geheimnis für mich behalten. Of course. I was pregnant. Was. Oh. What about the other? That'd be Dad. You can catch him on the 40-yard line this Friday. And it's not Zachary. Das habe ich nicht aufgepasst. Egal, wir können zurückspulen. Who then? And you don't have to tell me. In fact, you better not. I like your spirit, Max. Anyway, you better get that flash drive so Warren has an excuse to bug you. Okay. Ja, irgendwie schon, ne? Also. Stimmt, sie hat den USB-Stick ja auch einfach genommen. Das stimmt schon. I assume Dana kept the appointment. Kann ich die benutzen, ohne dass sie sauer ist? Of course a popular cheerleader like Dana would have a million friends. So fascinating to get a peek into Dana's Das ist tragisch, dass man so Taten wieder rückgängig machen And kann. Yes, Max, so terribly wrong. Das ist praktisch. Hey Süße, danke für die kleinen Geschenke. Trevor, was geht, Dana? Justin belegt die Couch mit Super Mario. Wenn du willst, kannst du rüberkommen, was rauchen und spielen. Oder wir gehen spazieren. Sag Bescheid, ich bin hier. Immer noch hier. Hallo. Was? Zur Hölle. Hier ist, glaube ich, kein Football, ne, oder? Ist hier irgendwo einer, den man fotografieren könnte? Ich sehe zumindest keinen. Bis jetzt konnte man oft in solchen Räumen immer eine Sache fotografieren. Sieht jetzt aber nicht so aus. Guck mal, hier sind aber viele Hinweise auf Schwangerschaft, ne? Good Lord. Dana really was on her own. Wie man eine tolle Mutter wird. Sie hat sich damit auf jeden Fall schon ein bisschen mehr auseinandergesetzt, die Gute, ne? Ja. Ich denke, ich bin mit allen Entscheidungen, die ich hier getroffen habe, so zufrieden, wie ich sie getroffen habe. Wir gucken uns das Outfit noch an, wie gesagt. I can't even imagine what life would be like being a cheerleader. Dramatic, I guess. Boah, ich kann hier bestimmt 8-mal noch rumgehen und finde immer wieder neue Sachen, ne? Nein? Okay, gut. Das ist im Alter jetzt auch nicht so groß. Jetzt muss ich nach... ihn hier, ne? Aber er ist gerade woanders. Ich muss das wieder verlassen, das Heim, genau. Mann, Mann, Mann.
Je mehr SMS, desto langsamer auf dem Weg. Bye. Das stimmt, wir sind jetzt auf dem Weg, ja. Mama hat auch geschrieben. Hi Liebling, dein Direktor hat mir eine E-Mail geschickt. Er sorgt sich um deine Einstellung und dein Verhalten, dass du nicht dorthin passt und dich in dein Zimmer versteckst. Ich weiß, es ist hart, von zu Hause fort zu sein, selbst wenn du jetzt erwachsen bist, aber du bist dort, um die Welt mit deiner Kamera zu verändern. Bitte ruf mich bald an, damit wir reden können. Wir vermissen dich. Schmatz. Mama. HIV und AIDS sind nicht nur Initialen auf einem Poster. Dies sind ernsthafte lebensbedrohliche Krankheiten und niemand ist immun gegen sie. Informiere dich jetzt für weitere Informationen. Belohnung. Am 16. September wurde mein Rucksack mit all meinen Schulbüchern und meinem neuen Tablet aus der Cafeteria gestohlen, nachdem ich ihn am Tisch gelassen hatte. Darauf befindet sich unter anderem unschätzbare Bilder meiner verstorbenen Katze, also wäre ich für eine schnelle Rückgabe meiner Sachen und Katzenerinnerungen dankbar. Du hast meine Adresse. An die, die meine irgendwas Creme gestohlen hat. Das Zeug ist schön teuer und ich brauche es gegen meine Akne. Ich weiß genau, wie es haut. Schild. Und ich warte darauf, dass ich deine Haut. Okay. Das ist, ja. Go, Miss Grant. Not sure if I will, though. I'm a loser. Nein, bist du nicht. Lass dich nicht von Big Brother beobachten. Bis Ende des Schuljahres könnte ein aufdringliches Überwachungssystem an der Blackwell Academy installiert werden. Mitglieder des Lehrkörpers und des Schülerrates werden ein öffentliches Forum abhalten, um zu informieren und diese Angelegenheit zu diskutieren. Bitte kommt und widersetzt euch diesem Eindringen in eure Privatsphäre. Ich habe ja schon die Petition unterschrieben, dass ich das möchte. Und vielleicht sollten wir uns doch das alles noch angucken, Mann. Leute. As if. Ich könnte stundenlang hier rumrennen und mir einfach hier diese ganzen Sachen angucken, ne? Is this a Vortex Club or a Victoria Club initiation? Truly pathetic. Das ist hier im Anschlagsbrett. Seid wachsam auf dem Campus, befolgt diese Tipps für deine Sicherheit. Mach dir immer bewusst, wo du bist, lass immer einen Freund wissen, wo du bist und wo du hingehst. Melde jeglichen Vorfall sofort der Campusverwaltung. Lade dir einen gratis Campus-Alarm-App herunter. Okay. Alles klar. Buchclub der Geeks. Suche nach Gleichgesinnten, um Autoren zu lesen und zu diskutieren. Ursula K. bla 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 bla. Und der übliche Scheiß mit fliegenden Drachen. Keine pubertären Zauberer oder Romane über Vampir-Emos erlaubt und keine Jungs. Kontakt zum Verkauf dieses Fahrrad bringt dich überall hin. $20 für Lieferung, $5 mehr. Thanks for the warning. Hier noch irgendwo so ein schwarzes Brett. Die lesen wir nämlich, bevor wir weitergehen. Alle. This is like the public DNA of our dorm. Lass dich nicht von der Depression unterkriegen. Wir alle sind mal traurig und allein. Wenn du jemanden zum Reden brauchst, kannst du uns jederzeit anrufen, Tag und Nacht. Wir hören zu, wir interessieren uns für dich. 24 Stunden Notrufnummer. Verloren Handy. Diamanthülle, zuletzt auf der Vortex Club Party gesehen. Bitte bei den Fundsachen im Prescott Wohnheim abgeben. Danke! Statistiktutor gesucht. Hilfe, fast einen Monat Statistik und ich verstehe immer noch nichts. Ist es in Mathematik oder Philosophie mit Graphen? Hilfe, zahle, wenn du mir eine 1 organisierst. Hilf mir, alles klar. Die 1 ist natürlich ambitioniert, wenn man nur dann bezahlt wird.
Fleisch ist immer noch Mord. Tritt dem Veganer-Club von Blackwell bei. Jeden Mittwoch bringt jeder etwas Veganes mit. Da möchte ich nicht beitreten. Die Nacht des Terrors. Ja, okay, das ist jetzt wieder Halloween hier, ne? Das kann ich mir nicht angucken. Und ist hier noch ein schwarzes Brett? Ja, aber das kann ich mir auch nicht angucken. Okay, gut. Let's go. Ja, er hat mit PP geschrieben. Alles klar. Dann wollen wir das Wohnheim wieder verlassen. Wir haben uns ja jetzt auch sehr ausführlich umgeguckt.